So, willkommen zurück bei Dark Souls. Ich habe jetzt gerade mal das Fensterchen aufgemacht, was hier extrem stickig drin ist. Ihr kennt das ja wahrscheinlich auch, oder? Ihr seid im Raum und alles ist gut. Dann geht ihr raus. Kommt wieder rein und denkt nur so... Da sollte ich mal ein bisschen lüften. Und das war gerade der Fall. So, eins. Zwei. Ich hätte schon gern 10 Flakons hier. So. Sehr schön. Und dann einmal entfachen, bitte. Zehn Flakons hört sich doch prima an. Brandbomben haben wir nicht mehr, oder? Schade. Uiuiui. Bloß nicht sterben. Okay, das reicht aber auch. Liegen hier jetzt die Seelen hier unten? Das wäre toll. Nee, die liegen natürlich oben, oder was? Oh. Das ist natürlich nicht toll. Es ist aber wirklich gemein, dass die hier auf den Stegen kommen, die Viecher, ne? Ich muss mal ein bisschen näher ranrutschen, so. Damit ich mich besser ins Spiel integrieren kann. Ach, der ist wieder da hinten, das ist ja nett. Dann fühle ich mich nicht so bedrängt. Eieiei. Seelen, Seelen, Seelen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir da bei diesem Menschenmassenhaufen sehr gut mit Feuerbrandbomben arbeiten können, um da sehr schnell effektiv viel Schaden auszuteilen und dementsprechend dann auch ordentlich Seelen zu kassieren. In schneller Zeit. In kurzer Zeit. Ja. Gut, ich hoffe mal, das waren jetzt beide und nicht, dass nicht noch eine dritte kommt. Ach, hör doch auf. Okay. Die kann genauso gut hier drauf laufen wie ich. Das ist erfreulich. Komme ich nicht rein? Nein. Nein, das ist nicht euer Ernst, oder?
War jetzt aber ein Wundersturz, oder? Okay, wo geht's weiter? Fragezeichen? Ich weiß es gerade nicht so richtig. Wir gehen nochmal hier raus, nochmal hoch. Wo geht's denn hoch? Dann müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie jetzt von oben runterspringen oder so. Ich weiß auch noch nicht so richtig. Ich weiß, wo es in etwa weitergeht. Wahrscheinlich über die Brücke bei den Drachen. Ich meine, da konnte man irgendwie auch unten rumgehen oder sowas. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aha. Erschlossen. Schade. Das wird spannend, ne? Ihr merkt das schon. Wir haben gerade einen spektakulären Kampf vor uns. Wer wird siegen? Wer wird verlieren? Das ist hier die Frage. Die Antwort steht nur in den Sternen geschrieben. Der ist total verwest, der Arme. So übelst die Hülle halt. Spuckt er denn eigentlich überall hin? Wenn ich hier jetzt stehe, kommt er an die Beine dran oder spuckt er hier auch? Nee. Wow. Er spuckt quasi sogar seine eigenen Beine voll, also da haben wir keine guten Chancen zu überleben. Und giftig ist die Grütze auch noch, das war ja irgendwie klar. Habe ich gerade wieder eine Idee, nur Interesse halber, ja? Glaube ich nicht ganz so sinnvoll, wie ich dachte. Ja, ich meine, man konnte auch irgendwie unten rumgehen. Man muss den, glaube ich, nicht töten, oder? Ich weiß es gar nicht. Weil wer jetzt keine Pfeile hat, wie wir haben ja auch bald keine Pfeile mehr, da hat ja ein Problem. Aber ich meine, wir kommen hier aus der Welt auch gar nicht mehr raus. Ich glaube, für den reicht es, für den zweiten hinten aber auf gar keinen Fall. Wobei das bei dem sogar schon sehr knapp werden könnte.
Greenscreen sieht gut aus. Ich hoffe, ihr seht nicht wieder irgendwo ein Stück meines Zimmers. Wäre nicht so toll. Ein Drachenstein. Ein Blutschild. Das hört sich cool an. Das sah sogar cool aus. Das Blutschild wurde in den verlorenen Legenden erwähnt. Das rote Blut, das ist verzaubert und macht und gewährt verschiedene Resistenzen. Blitz 50. Blitz 40, Blitz 50. Einfach mal das Langschwert weg. Auch nicht schlecht. Was ist denn das? Das ist doch auch nur ein toter Drache, oder nicht? Ich sehe nur so einen Haufen lila verwestes Geschwülz. Hoff mal, ich mach Schaden. Mache ich keinen Schaden? Ich zähle aber auf. Das ungute Gefühl, als würden wir keinen Schaden machen. Was ein Mist. Wie kam man denn da nochmal runter? Ja. Es ist ein sehr spannendes Gebiet, aber leider auch sehr verwirrend. Wir müssen irgendwie in diesen Außenring rein. Quasi. Da. Oben.
verschloten. Waren wir hier schon? Nee, oder? Hey, neuen Weg gefunden, na, seht mal. Das Rätsel ist gelüftet. Geiler Schatten da unten. Ob das so korrekt ist, da habe ich meine Zweifel. Düstere Erinnerung. Irgendwas war in dem Keller, ne? Alter, nein. Ah. Entschuldigung. Aber es macht mich ein bisschen frustriert. Das macht mich frustriert, das frustriert mich. Das macht mich frustriert. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. So. Nee, wir wollen nur noch runter. Von allen Gegnern dieser Welt mussten natürlich ausgerechnet meine Lieblingsräder nochmal wiederkommen. Ich meine, ich bin jetzt relativ optimistisch, ne? Es waren jetzt nicht viele. Wie der steht im Licht, ey. Das ist richtig assi. Alter. Mein Hass gegenüber diesen Skeletträdern ist einfach so unersättlich groß. Das Gute ist ja, dass wir im Nachhinein da bei Nito, beziehungsweise da bei den Katakomben, mit denen nicht mehr in Kontakt kommen. Keine Pfeile. Top.
Jetzt veräppel mich nicht, hier muss irgendwas sein. Sonst werde ich aber richtig böse. Aha. Ich könnte mich jetzt großartig aufregen, wie asozial das ist, dass da... Ich sag einfach nichts. Ich bin einfach froh, dass wir noch leben. Wir haben viele Seelen. Und ich will nicht sterben, also... Meckere ich einfach nicht, sondern... Gehe. Ende. Schlüssel für Anbau. Das ist ja schön. Das müsst ihr im Quadrat führen, ne? Von da kommen wir. Mein Gott. Das war so knapp, ne? Das war so knapp gerade wieder. Okay. Eine Leiter. Einen Moment, Leute. Ich kann euch gleich was erzählen. Ist eigentlich privat, aber ist vielleicht ganz lustig. Wir haben jetzt aktuell eine Projektarbeit, wo wir eben mit mehreren Studenten zusammenarbeiten. Ja, so eine Art Projekt, ist ja egal, ne? Projektthema, bla bla bla, interessiert euch eh nicht. Ach, hör auf, wir wären auch runtergekommen. So blind, ne? Ja, und wir haben da jetzt übelst Stress mit einer Person, beziehungsweise, oh, ihr kennt's ja, ne? Einer macht nicht den gleichen Anteil wie andere. Andere nervt das, Stress. Dann am Ende im Ergebnis muss überraschend doch geschrieben werden, wer was gemacht hat. Dann steht man auf einmal blöd da, weil man am wenigsten gemacht hat. Und so weiter und so fort. Ich habe meinen Anteil gemacht und ich bin glücklich. Der Rest ist mir... Ja, aber muss ich sagen, skrupellos relativ egal. Da war die Pyromantie. Ja. Das sieht so aus, als hätten wir alles, oder? Jo. Gut, gehen wir nochmal hoch. 24, 48. Hier steht nicht, was wir zum Aufstieg brauchen, oder? Leider nicht. Ja, man kann echt gut Seelen farmen. Das muss ich sagen. Gut, wir haben den Schlüssel für den Anbau.
und laufen schnell zurück. Hundertsechzig plus 49, 200. Na. Ist auch noch nicht verstärkt, ich weiß, aber... Ich würde echt gern damit kämpfen, aber... Wie sieht's jetzt aus? Haben wir 100, 200, 60, ja, jetzt so fast gleich müsste es jetzt sein, oder? Nur noch drei Schläge. Naja, dann eben nicht. Anbau verstehe ich jetzt mal das Ding hier drunter, oder? Wir lesen mal kurz. Schüsse für den Anbau der gemalten Welt von Ariames. In der winterlichen gemalten Welt ist eine Struktur in Form einer alten Kathedrale. Ihr Anbau dient als eine Art Speicher. Aha. Da gehen wir jetzt natürlich rein. Ich fand es aber sehr kunstvoll, wie wir genau, Millimeter genau, in die Lücke reingefallen sind. Das war schön. So, ist jetzt die Frage. Sollen wir durchlaufen, versuchen den Gegenstand zu holen? Ich glaube nicht, dass wir die ganzen Harpien, Krähen, Dinger da töten können. Mein Gott.
Hey, toter Schmied. Oh. Dunkle Glut. Welks Degen. Mach doch ruhig, ich bin eh schon aufs Übelste vergiftet. Eine Goldmünze. Ich freue mich. Ist aber sehr lustig, dass wir jetzt doch wieder einen neuen Weg gefunden haben, der jetzt wahrscheinlich doch wieder ein alter Weg geworden ist, richtig? Richtig. Okay. Gut, ja, ich weiß jetzt immer noch nicht. So richtig weiß ich immer noch nicht, wie es weitergehen soll, aber. Okay. Nein, ich bin wieder hier. Okay. Machen wir es so. Machen wir es so. Mein Gott. Okay. Und einmal downsitten. Wie viel brauchen wir? 25.900 und ein paar gequetschte. Gut. Ja. Was machen wir jetzt? Ich weiß noch nicht so richtig, wie wir jetzt weiterkommen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde ganz gerne einen Aufstieg noch mitnehmen, wenn wir jetzt hier die Viecher noch einmal beseitigt haben. Dann gucken wir nochmal. Es ist definitiv geschenkte Erfahrung in Höhe von 6.500 Seelen. Das ist eigentlich Wahnsinn. Okay, wir haben wieder unsere Seelen, das freut mich. Kommen wir da vorne durch. Also ich meine, wir kriegen 7000, ja, das ist schon nicht so viel, tatsächlich. Durch Vorrichtung verschlossen. Also ganz so easy, wie ich dachte, geht's doch nicht. Wir müssen schon nochmal zurück, vielleicht doch irgendwie oben rum durch den Anbau.
Kratz, kratz. Ja, ich weiß, wie es wahrscheinlich weitergehen wird. Hier geht's doch noch rein. Welka? Hier geht's auch nicht weiter. Wow, 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 wow. Okay. Gut, jetzt kommen wir erstmal runter. Na? Wie kommen wir weiter? Wie kommen wir weiter? Mein Gott, ich hasse das. Ich muss mal kurz überlegen. Wir müssten eigentlich irgendwie nach da oben kommen, aber wie? War keine Feinde mehr, stimmt ja. Komme ich dahin? Das ist ja der Weg, den ich meinte, okay. Thank you.
Aha. Das ist beinahe schon zu einfach, oder? Trotzdem weiß ich nicht so richtig, wie wir da hinten hinkommen. So, einmal hinsetzen. Okay. Gut, das war auch nicht des Rätsels Lösung. Also eine Idee, die ich jetzt noch habe, heißt diese Tunnel unten. Und ansonsten bin ich ein bisschen überfragt. Okay, Seelen, 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 Seelen. Ich sehe Seelen. Ich wollte eh gleich eine kleine Essenspause machen, das könnte man natürlich perfekt nutzen. Damit ich meine Gedanken sammeln kann und damit wir hier irgendwie einen Weg finden. Durch Vorrichtung verschlossen. Gut, dann würde ich mir jetzt mal eine kurze Pause gönnen und beim nächsten Mal werden wir dann versuchen, irgendwie über die Brücke zu kommen und so weiter und so fort. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Dark Souls Remastered und bis zum nächsten Mal. Ciao.